Willkommen, willkommen aus Las Vegas. Mein Name ist Balasch. Wir sind hier beim Sony-Stand. Ich erzähle euch jetzt alles über den neuen Fernseher, die es dieses Jahr auf den Markt geben wird. Denn wir haben neue OLED-Fernseher, neue 8K-Fernseher auch von Sony und viele Neuigkeiten, die ihr auf jeden Fall erfahren müsst. Was sind die neuen Unterschiede? Wie zum Beispiel, wir haben in der X-Serie und in Asia jetzt ein dünneres Design. Man kann sie besser an die Wand anbringen. Wir haben dieses Jahr auch AirPlay-Unterstützung mit dabei. Also müsst nicht nur Netflix benutzen, aus dem Android-Store was runterladen, sondern könnt tatsächlich auch mit euren Apple-Geräten euch besser verbinden auf den großen Fernseher. Und wie gerade schon erwähnt, mein Highlight, eines der Highlights ist der neue 8K-Fernseher mit 98 Zoll Format. 85 Zoll gibt es auch noch. Sieht auch sehr schön aus, aber der 98 Zoll ist einfach riesengroß, hat ein wunderschönes Bild, ist extra hell. Mehrere tausend Nit haben wir hier, die uns beschallen. Das ist ganz wichtig. Ich habe gerade mit Sony eine lange Präsentation gehabt, wo uns erklärt wurde, dass 4K-Bildschirme, auf denen die Hollywood-Studios, die das Material anschauen, was sie schneiden, sehr klein sind und dadurch die Pixeldichte so schön ist, dass man da ein wirklich wunderschönes Bild erkennen kann. Aber wenn wir das Ganze hochziehen, ein 4K-Bild von 30 Zoll auf 98 Zoll oder in dem Fall dann 8K, brauchen wir einfach mehr Pixel und die mehr Pixel müssen auch besser beleuchtet werden, damit wir wirklich dieselbe Klarheit bekommen. Genau das Gleiche ist natürlich auch wichtig bei OLED-Fernsehern. Da funktionieren ja die Pixel ein bisschen anders, ist ja organisch, deswegen das O in OLED. Und da haben wir auch wunderschöne neue Produkte jetzt hier von Sony gesehen, in auch großem Format, 65 Zoll auch wieder und 77, auch sehr schön anzuschauen, aber nur mit 4K-Auflösung, aber halb so wild, denn wir haben sehr schöne, satte, schwarze Farben und vor allem genialen Sound. Darauf will ich auch eingehen. Sony hat eine wunderschöne Technologie, vor allem bei großen Fernsehern, dass sie den ganzen Bildschirm sozusagen vibrieren lassen. Natürlich sieht man das nicht, aber sie benutzen den ganzen Bildschirm, um den Sound auszustrahlen und geben uns den Sound nicht nur einfach unterhalb oder oberhalb vom Bildschirm aus und haben so wirklich das Gefühl, dass wenn in der Mitte jemand spricht, so wie ich gerade, der Sound auch von da kommt, wo die Person spricht und nicht von drunter, und dadurch haben wir ein ganz anderes Klangerlebnis. Wie ihr sehen könnt, es gibt super viele Produkte zu sehen. Es gibt eine riesengroße Wand mit Crystal-LEDs. Also wir haben das gleiche, wie wir auch bei Samsung und LG schon gesehen haben, dass Sony auch aus vielen kleinen Panels, mit 30x40 cm Panels, riesengroße Bildschirme bauen kann. Das ist natürlich für den Privatanwender leider nicht so spannend, aber gerade Autohersteller können so im Großformat ihre Autos anschauen, virtuell, wie sie aussehen. Also auf jeden Fall steckt sehr viel Know-how bei Sony hinter all dem, was wir erkennen können. Und gerade im Audiobereich seht ihr gleich noch ein anderes Video, denn da haben wir auch neue Kopfhörer, neue Codecs, neue Bluetooth-Lautsprecher und so für euch parat, aber dazu dann im nächsten Video. Wenn ihr uns zugeschaut habt, ich war hier bei Sony und habe mir die neuen Fernseher angeschaut. Vielen Dank an die Firma natürlich auch, dass sie mich eingeladen haben. Also kleiner Disclaimer, ich habe dafür aber kein Geld bekommen. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balasch und tschüss.